So, theoretisch müsste der Stream laufen. Rein theoretisch. Ich lasse euch mal ganz kurz dieses wunderbare Intro anschauen, während ich hier rauszufinden versuche, inwiefern der Stream läuft. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade nach dem letzten Stream, der so absolut, ich will nicht sagen, in die Hose ging, also der gestrige Pokémon-Stream, sondern eine Hose ist halt falsch, aber leicht zerstückelt wurde dadurch, dass da regelmäßig Fehler mit aufgetreten sind. Würde ich jetzt ganz gerne erstmal eine kurze Zeit für mich haben, um zu schauen, ob alles funktioniert, welche Zeit gerade hier eben jetzt abläuft. Jo, es hört auch Ton, perfekt. Das heißt, es ist alles da, das heißt, ich kann diese schöne Intro-Sequenz auch gleich mal überspringen und euch ein freundliches und herzliches Hallo und herzlichst willkommen, doppelt gemoppelt, zu einem neuen Let's-Stream-Part von Mozart of Freedom Unite wünschen. Ha, schön. Tut auch gut, die alten Sachen mal wieder zu streamen, also alten. Ich meine, momentan ist auf dem YouTube-Channel Deus Nemesis nichts aktueller als Monster Hunter, aber ja, trotzdem wieder schön hier zu sein. Ich hatte zwar angekündigt, dass eine Facecam jetzt kommen könnte und eine Facecam auch beim Stream theoretisch möglich ist. Da ich aber gerade eben noch relativ im Zeitstress war, hatte ich keine Zeit, meine Aufbauten so zu verändern, dass wir jetzt hier effektiv und gut streamen können mit Facecam, und deswegen habe ich es erstmal so gemacht wie eh und je. In der Hoffnung, dass es euch nicht allzu sehr stört. Und wir haben heute natürlich mal wieder ein Ziel. Und zwar haben wir das Ziel, wie bereits erwähnt, weiter nach himmlischen Rathausschuppen zu suchen. Nicht zwangsweise, wir wollen sie bekommen, wir wollen erstmal nur danach suchen. Und ich habe die Kommentare noch nicht beantwortet, weil ich, wie gesagt, ein bisschen im Zeitstress bin, aber ich habe gelesen, dieses wunderschöne Kommentar, na, wenn du sowieso Ratalosch machen musst, dann mach den doch gleich mal mit Bogen. Dachte ich mir, na gut, wieso nicht, wenn es unbedingt gefordert wird, kann man das doch tatsächlich mal machen. Ich meine, was soll da schon großes schief gehen, wir haben die Ausweichrüstung schlechthin. Also mehr als failen kann ich nicht. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, den Kizu-Bogen müssen wir auch noch verbessern. Sag mir bitte nicht, ich brauche dafür wieder Kizu-Spezialschnitt. Oh, bitte nicht. Ich habe den einfach komplett vergessen, dass ich den noch habe. Na gut, wir können ja mal schauen. Ist so oder so nicht Ziel des heutigen Streams. Wenn ich heute nichts bekommen sollte, was ich mal stark vermute, weil die Wahrscheinlichkeit ist leider nicht auf meiner Seite, dann machen wir es einfach so, dann halten wir uns ein bisschen an Shia LaBeouf und just do it! Und machen es halt eben einfach. Und ja, ich habe dieses Internet-Meme auch entdeckt, es ist nicht komplett an mir vorbeigegangen, es ist zwar schon eine Weile draußen, aber ich habe es bisher gekonnt geschafft, nicht allzu viel davon mitzubekommen. Ansonsten, alle, die es nicht kennen, einfach mal Shia LaBeouf Motivationsrede eingeben. Muss man mal gesehen haben, sagen wir es so. Und grundsätzlich, wenn ihr mal nicht weitermachen könnt, so wie ich vorhin beim Sport, ja, ich muss zum Muskeltraining gehen, deswegen heute wieder erst 14 Uhr. Und auch so letzter Durchgang, letztes Set, wie es so schön heißt, der tut alles weh, du willst nicht mehr weitermachen und plötzlich kommt dir in den Kopf Shia LaBeouf mit seinem, mit einer schönen Super Saiyajin Pose, just do it! Und denkst du, okay, wenn es sein muss, dann mach ich's halt, sei nicht böse auf mich. Und das funktioniert tatsächlich echt ziemlich gut. Aber es ist unglaublich, wie viel das Internet daraus schon gemacht hat. Der hat das ja extra von einem Greenscreen gemacht. So nach dem Motto, jo Leute, macht mal was draus, und die Leute haben was draus gemacht. Es sind teilweise richtig witzige Sachen mit dabei. Das Problem ist bloß, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe schon Kopfschmerzen dadurch bekommen, weil ich das so oft angeguckt habe. Mein absoluter Favorit ist eigentlich immer noch so dieses Intro von Yu-Gi-Oh! Genommen und dann halt eben anstatt, es ist Zeit für ein Duell, halt eben einfach, it's time to do it. Was ich schon recht episch fand.
Und das Ganze ging dann auch noch weiter. Und zwar habe ich weiter gesurft, weil wenn man einmal dabei ist, sich Videos anzugucken, dann hört man halt nicht mehr allzu schnell auf. Und da kam ich halt zu einer 10-Minuten-Version von diesem It's time for Duell, aber ohne Duell, einfach bloß. Ja, das habe ich mir 10 Minuten lang angehört, aber dazu gibt es eine Erklärung. Das habe ich nämlich aus einem bestimmten Grund gemacht. Das lege ich euch auch ans Herz, dies zu tun. Wo zur Hölle sind meine Nitro-Pilze? Höchstwahrscheinlich bei den anderen Pilzen. Ja. Captain Obvious Strikes Again. Schaut euch dieses. Also einfach bloß eingeben bei YouTube. It's time to. D-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 D mit Bindestrich verbunden. Dann solltet ihr es theoretisch finden. 10 Minuten. Und da gibt es so einen schönen Kommentar. Und zwar meint dieser Kommentar, ja. Lasst mal dieses Video hier spielen, zu dem den Microsoft Windows 7 Sparta Mix und den Error Windows Mix gleichzeitig laufen. Das ist der geilste Techno-Scheiß, den ihr je gehört habt. Ohne Spaß, ich bin richtig hart dazu abgegangen. Drei Videos auf einmal laufen lassen und nice einfach bloß. Nice ohne Ende. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, wenn ihr mal so richtig schöne Abzappelmusik haben wollt, dann macht das mal. Und auch wenn ihr es nicht haben wollt, das muss man auch mal gehört haben. Also gleich nach Shia LaBeouf, also gleich nach dem Video erst Shia LaBeouf und danach zum Duell rübergehen. So, hi. Ich habe noch immer nicht nachgeschaut, wo man am besten nur die himmlischen Schuppen herbekommen kann. Eigentlich müsste ich den Tail cutten. Fällt mir gerade mal so ein. Das heißt, die Idee mit dem Bogen ist eigentlich eine komplett bescheuerte. Nicht beschissen. Wir wollen mal fäkale Sprüche so lange wie möglich aus diesem Let's Play heraushalten. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja trotzdem noch den Kopf kaputt machen, hat da ein bisschen Chance drauf. Und wenn ich einmal eine Request habe, bin ich auch vollends gewillt, diese mit allem, was in meiner Macht steht, zu erfüllen. Ja, und da kommt wieder in meinem Kopf so ein kleiner Mann gelaufen. Just do it! Und dann machen wir das. Das klingt irgendwie bei mir immer mehr nach Hitler. Ganz so klingt es nicht, aber es kommt dem schon recht nahe. Es ist eine unumgängliche Aufforderung. Toni! Nice! Mach's einfach! Wunderbar, Toni! Lass deine Träume nicht Träume sein, sondern wach auf und tu etwas für sie! Wunderbar, Toni hat's verstanden, der legt ab der ersten Sekunde vollends gleich los. Und da sind wir mal so nett. Der Mopa erschrickt mich nicht so. Ich dachte schon, es wäre ein kleiner Rattalos, der mir hier so hinterher fliegt. Trotzdem, ja, Toni, machst du wunderbar. Jetzt musst du nur noch kurz herkommen, damit deine Falle nicht für umsonst war. Falle ist ziemlich scheiße gelegt, Toni, weißt du das? Egal, besser eine scheiße gelegte Falle als gar keine. Und da hätte man gerade mal wieder wunderschön sehen können, wie leicht man doch in Monster Hunter einen Glitch hinbekommt. Wir waren nämlich gerade eben der Rathalos schon wieder irgendwo weit über dem eigentlichen Gebiet. Das kann der Rathalos ziemlich gerne und ziemlich häufig und ziemlich schnell machen. Und es gibt halt einige Monster, die dann nicht fliegen können. So der Diablos zum Beispiel. Der gräbt sich ein und sagt dann, okay, ich bin woanders. Aber wenn du das an der Stelle machst, wo er sich nicht eingraben kann, Zeitform Deutsch schwer, schwer, so much wow, dann hat man halt den Vorteil. Wehe, du rennst mich um. Wehe dir! Shit! Umso mehr tut das hier weh. What the fuck? Autsch! Verbrennung im 25. Grades. Verbrennungslevel over 9000. Scheiße, Mann. Da fängt der Typi aber ziemlich schnell an, mir Schaden zu machen. Fuck that shit. Na gut, dann holen wir mal die Blitzbomben raus. Fällt mir gerade ein zum Thema Blitzbomben. Natürlich ist es auch noch gut, den runterfallen zu lassen, wegen Shiny Drops. You shall not hit me. Sehr gut. Ist das schnell genug? Ja, ich habe sogar noch Bling Bling machen hören. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen.
Und dann haben wir hoffentlich irgendwas Wichtiges da drin liegen. Ich weiß, die Chancen sind beinahe gegen Null. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Aber nichts ist unmöglich. Wenn sogar... Und spätestens in dem Moment, wo ich mich hier von einer Position zur nächsten spontan teleportiere, ist es mir doch wohl auch möglich, so eine scheiß himmlische Radlerschuppe zu bekommen. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeiten sind ungefähr gleich groß. Ich hätte trotzdem ganz gerne, dass das eine eher passiert als das andere. So, ich sehe schon, ich kann den Tail nicht treffen. Das heißt, das mit Abhaken wird dann wohl doch nicht so schnell. Schade, schade. Wäre auch tatsächlich zu geil, wenn wir das mal so schnell nebenbei machen würden. Ich muss natürlich aufpassen, nicht getroffen zu werden, jetzt bin ich vergiftet. Das heißt, ich habe schon Schaden, zudem kriege ich ja verdammt wenig Schaden durch das, was der so macht. Ne? Es ist praktisch gesehen nur ein kleiner Kratzer, den er mir zugefügt hat, bei meiner undurchdringlichen Rüstung. Das sollte nicht ganz so funktionieren. Du kleiner Mistkerl von Remora. Dachtest wohl, du bist mal witzig und greifst mich an und schleuderst mich in den Angriff rein. Ja, nee, ist klar. Wehe, du wartest dir das nochmal zu machen. Dann spürst du meine Pfeile tief in dir. Sehr, sehr tief. In den dunklen Löchern, wo es am meisten wehtut. Meine Güte, Junge, ist das schlimm. Übrigens, wir haben, ne, Physikstudent muss mal wieder seine physikalische Ader aushängen lassen. Meine Güte, Remora. Wenn ihr jemanden so richtig dolle hasst und den auf Ewigkeiten leiden sehen wollt, dann könnt ihr das tatsächlich tun. Denn, das eine Problem ist, ihr werdet irgendwann sterben, aber grundsätzlich funktioniert das. Denn wir hatten Physik und haben so Relativitätstheorie halt gerade behandelt. So allgemeine und spezielle und was es dann nicht so alles gibt. Und sind dann, hatten so eine Vorlesung zum Thema Zeitreisen, Beamen und Wurmlöcher. Wie bereits erwähnt, grundsätzlich alles mathematisch gesehen durchaus möglich. Die praktische Umsetzung, an der hapert es momentan halt noch ein bisschen, so wie es eben immer so ist. Wehe dir! Das scheiß Remora! Ohne Spaß! Da steht mir so ein Remora nicht. Das kann nicht mal stehen. Und schafft es trotzdem, mir im Weg zu stehen. So eine kleine, hinterlistige Schlange. Badumts. Oh. Also normalerweise würde mich das ja kalt lassen. Also eigentlich nicht, aber fast schon. Aber bei diesen Temperaturen lässt mich nichts mehr kalt. Da kommt die kleine Snitch an und blockt mich einfach. Ich glaube, es hat bei dem... Egal, kann ich wenigstens in Ruhe erzählen, auch gut. Ah, der Rathaus kommt sogar zu mir, noch besser. Also, grundsätzlich alles möglich und wir hatten halt eben auch noch das Thema dann schwarze Löcher. Und das, was ich jetzt mache, ist gerade ziemlich dumm, aber was soll's. Und zu diesem Thema, schöner Stein, schwarze Löcher, je näher man, also muss man erstmal wissen, je näher man an große Massen drankommt, also desto mehr Gravitation wirkt. Wir haben auch nochmal Gravitation neu definiert, aber grundsätzlich kann man es erstmal so lassen. Je mehr Gravitation wirkt, desto mehr, nice, krümmt sich natürlich die Raumzeit. Habt ihr vielleicht schon mal in irgendwelchen Science-Fiction-Stellen gehört, das existiert so wirklich. Und das heißt, je schwerer man ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Also wenn ihr euch gerade neben einer richtig, richtig fetten Person befindet, dann sieht das von außen so aus, als wenn ihr Ewigkeiten neben der stehen würdet. Und das Ganze funktioniert halt eben auch bei schwarzen Löchern oder eben gerade da, weil die Masse da so riesig ist. Und nein, tut mich schon wieder. Und deswegen, wenn man jemanden in ein schwarzes Loch reinwirft, dauert es Ewigkeiten, also besser gesagt, es dauert unendlich lange, bis dieser wirklich im schwarzen Loch ankommt. Einfach, also für den vergeht die Zeit natürlich ganz normal, der denkt sich, ach schön, 2 Sekunden, ich bin drin, tot. Aber von außen betrachtet, dauert es unendlich lange, bis der tatsächlich drin ist.
Das heißt, wenn ihr jemanden so richtig dolle hasst, werft den in ein schwarzes Loch und seht auf Ewigkeiten zu, wie er da reinfällt. Ist das nicht mal eine geile Foltermethode? Gut, er merkt zwar, wie gesagt, fast nichts davon, aber ihr habt euren Spaß. Merket euch dies, wenn ihr mal Leute trollen wollt. So, das ist nochmal ein physikalisches, ja, Fun Fact am Rande. Außerdem, auch die, wie gesagt, die Zeiten verändern sich und Wege und so weiter und so fort, alles krümmt sich. Und deswegen muss man auch bei momentanen GPS-Satelliten, man glaubt es kaum, aber selbst da wird die Relativitätstheorie angewandt. Ohne Relativitätstheorie sind so die Positionen, die man bestimmen kann, bis zu 10 Meter weiter weg, wo man eigentlich ist. Mit Relativitätstheorie berechnet, also halt die ganzen Fehler, die dadurch schauen, kommt man auf 30 cm Genauigkeit. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ihr es schafft, so fett zu sein wie die Erde, also, ne, dann kann euch die NSA nicht mehr orten. Das war gerade ziemlich gefährlich, ich hätte so gleich vom Butthaus weggenatzt werden können. Aber okay, solange alles gut geht, ist mir das ja grundsätzlich egal. Das heißt, neuer deine Mutterwitz, deine Mutter ist so fett, die kann man per GPS nicht orten. Ja, unglaublich aber wahr, Nerdwitz mit deinem Mutterwitz verbunden. So einfach läuft das. Und die Gravitation beugt nicht Chuck Norris, Chuck Norris beugt die Gravitation. Bam! Gleich mal weitergemacht mit den Flachwitzen. Ganz hochflachwitz. Also wenn ihr mal unter Physikern seid und dort einen Witz bringen wollt, der die zum Lachen bringt, einfach das raushauen. Haben die definitiv noch nie gehört, weil es gerade von mir erfunden worden. Das heißt nicht, dass der Witz gut ist, aber zumindest ist es mal ein neuer. Und die stehen in der Regel auf Flachwitz. Also die Leute, die ich so kenne, die mögen Flachwitz. Also bis zu einem gewissen Grad, irgendwann, wenn der Flachwitz unter der Teppichkante falsch umspringen kann, dann ist er den auch zu flach, aber bis dahin mögen die auch Flachwitze, soweit ich. Zumindest bringen die selber ziemlich häufig. Sind so meine Erfahrungen mit Physikern bisher. Ja, das war mal schön den Flügel erwischt, muss ich sagen. Und solange wir hier gut weiter... Fuck you! Nein, er hat mich noch getroffen! Wieso macht er so wenig Schaden? Toni, schneller, Toni! Dankeschön. Perfekt, dafür brauche ich meinen Sidekick sozusagen. Mein Heldenhelfer, der mir immer aus der Patsche hilft, wenn ich denn mal Hilfe brauche. Dafür gibt's die. Ist jetzt eigentlich der Kopf schon kaputt oder nicht? Ja, der sieht ziemlich kaputt aus. Ich weiß, dass mit dem Pfeilschießen, wenn der schreit, ist teilweise eine ziemlich dumme Idee. Weil wenn man es schafft, den genau so zu treffen, dass er schreit, das heißt, man sich die Ohren zuhält und er danach staggert, dann hat man ein riesengroßes Problem. Weil er halt staggert und ganz normal weiter angreifen kann, ohne dass man selber die Ohren loslässt. Nein! Shit, ich hab ihn kommen sehen. Das klingt jetzt ziemlich eklig und pervers, aber ist trotzdem so. Na gut, halt muss man wieder die Motivation. Just do it! Und, nothing is impossible. So do it. Yesterday you said tomorrow. Just do it. Ich muss mich gerade selber ein bisschen motivieren. Und, versuchen wir mal unser Bestes mit Blitzbomben, die ich natürlich nicht mitgenommen habe. Grandiose Sinu ist mal wieder am Start. Wir haben aber zumindest noch Schockfall. Also normalerweise wäre er jetzt schon so gut wie tot. Da ich all diesen Bogen spiele, haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Die Bullfangos sind wieder da. Na hallulala. Bam! Ass-Shot! Aber mit Volltreffer und umgelegt. Ernsthaft, Rathalos? Was soll denn der Scheiß? Ich habe extra für uns drei dieses Gebiet hier gesäubert. Von jeglichen Pestiziden und bösen Monstern hier in der Nähe. Und du ignorierst das und haust ab. Okay, ich habe dich ganz gesäubert, das erklärt. Er ist einfach zu scheu. Aber, oh, Rathalos, ich hätte unser Nest schon super gebaut.
und du ignorierst es einfach. Wieso tust du mir das an? Na gut, dann müssen wir halt eben einfach weiter hinterher rennen. Der ist natürlich wieder da drüben, das macht er auch jedes Mal. Der hat irgendwie so ein leicht vorgegebenes Muster, wo er denn nun lang fliegt, würde ich mal sagen. Würde ich so vermuten lassen. Immerhin läuft er wirklich immer gleich. Schön, dass ich es trotzdem immer wieder vergesse. Aber na gut, was soll's. Und da hinten, er humpelt noch nicht. Das unterstützt meine Theorie des Ewigkeitenkampfes mit Bogen. Er könnte natürlich jetzt weiter versuchen, hier den Tail abzuhacken, aber dass das funktioniert, ist genauso wahrscheinlich, wie dass ich dann aus dem abgehackten Tail einen himmlische bekomme. Daher können wir es auch einfach sein lassen. So, ich habe gerade genügend Zeit, die hier mal ganz kurz ein bisschen aufzumischen. Warte den nicht, der interessiert sich nicht für uns. Den hier können wir machen. Alter Rathaus, ich höre dich. Tu ja nicht so, als wenn du jetzt aus dem Nix angreifen könntest. Ich sehe, wenn du kommst. Ich beobachte sich selbst in tiefster Nacht. Wenn alles schläft und der Rathalos sich einen abmacht, dann schaut er sie nur zu, erhebt mahnend den Finger und sagt, Nanu, Nanu, der ist ja gar nicht so babo groß. Mann, jetzt sind die Reime weg. Scheiße. Nichtsdestotrotz, wo ist der Rathalos hin? Ich höre ihn doch, ich höre ihn Feuerbälle schießen. The fuck? Ah, da hinten. Hallo Rathalos. Rathalöschen, du kleines Klötchen. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich sehr vermisst. Ist gerade fast ein bisschen so wie mit Zorro aus One Piece. Ja, er ist einfach weg. Er ist zwar als erster wieder an der Stelle, wo man sein muss, aber grundsätzlich ist er immer erstmal weg. Es sei denn, dass wir es gerade geschafft haben, dass der Rathalos rumklitscht. Okay, von mir aus habe ich nichts dagegen. Bleib ruhig dort. Mensch, Toni, jetzt nicht weglocken. Ich muss eh mal schnell was essen. Shit, er ist doch wieder rausgekommen. Genau in dem Moment, wo ich anfange mit Essen und ihn nicht sehen kann. Damit er mich jetzt gleich umhaut. Nein, alles noch gut, alles schön. Hat er sich da echt hinten festgeklitscht? Also selbst nach Wegfliegen fliegt er wieder dahin. Okay, seems legit. Mach ruhig. Ich hab nichts dagegen. Je länger du da rumklitschst, desto einfacher wird der Kampf für mich. Oh, jetzt rennt er los. Ah, das war der Halbtodstecker. Sehr schön. Es ist so geil, wie der Feuerball hier nicht hochkommt. Ich gehe trotzdem mal lieber weg, weil in dem Moment, wo ich nicht mehr weggehe, kommt der Feuerball nämlich wieder hoch. Da kommt zu mir dann hoch, weil wir da komplett weg sind und der ganze Kampf umsonst war. Und ich es nicht einfach nur getan habe. Oh shit, er rennt los! Was? Ja, Sigi, Junge! Na klar, Faro! Logi Kogi, Sigi Migi. Böser Rathalos ist einfach so meiner Flashbang ausgewichen, indem er die Augen mit Blinzeln benutzt hat. Rathalos setzt Blinzeln ein. Das war leider sehr effektiv. Ich habe meine Schockfeind immer noch. Wir können ihn fangen. Sehr gut. Schön, dass ich Bonuspunkte mitgenommen habe. War geplant. Von Anfang bis Ende, Hustus, so wie jede meiner Aktion immer absolutens durchplane. Improvisation ist für mich ein Fremdwort, vollends. Und du gehst mir gerade ein bisschen auf die Eier, Junge. Aber ich kann mich leider nicht komplett um dich kümmern, sondern nur halb töten. So wie ein halbkopflosen Nick, weiter geht leider nicht. Ich hab da nämlich so ein klitzekleines Problem, was Feuerbälle schießen kann. Das ist unfair, ja? Ein klitzekleines Problem, was ich jetzt mache, aber mit Feuerbällen? Das ist schon eine ziemlich heiße Angelegenheit. Und übrigens, Rathalos, allein aus der Tatsache, dass du heißer bist als ich, folgt unweigerlich, dass ich cooler bin als du. Ja,
So einfach ist das, mein Junge. Toni, Toni, schlag mich. Toni, schlag mich. Ah, nichts gesagt, alles gut. Easy, geplant. Mal wieder, von vorne bis hinten. Man kann nicht durch den Stein durchschießen. Ich wette, der kann das gleich. Nein, kann er auch nicht. Gut, dann mach mal, ne? Ist ja hier deine Stage, let the show go on. Da hättest du jetzt auch wirklich mal reinfliegen können. Das waren ein paar Nein! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Komm zu Daddy! Der ist sonst traurig! Boah, typisch Rathalos. Es ist unglaublich, wie häufig das passiert. Aber na gut. Lasst man halt mal auch seine Freiheit. Ist halt eben kein Monster, was gerne in Gefangenschaft lebt. Das kann man ihm jetzt schlecht unter die Nase reiben. Ich meine, der macht das schon gerne. Also, was soll's? Das passt schon. Ich weiß nicht, ob es hier einen kürzeren Weg gegeben hätte. Ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg weiter. Ich rate einfach mal, was er hingeflogen ist, weil, wie gesagt, sind bloß drei Gebiete, wo er hin kann. Und das andere wäre viel zu nah. Naja, sage ich doch. Es wäre sogar logisch, ans naheliegende Gebiet zu fliegen. Aber nicht für den Rathalos, der haut Kilometer weit ab und humpelt weg. Nein, humpelt nicht weg. Ignoriert mich einfach gekonnt. Schaut mich nicht immer mit dem Arsch an, höchstens mit dem Schweif. Und sagt ansonsten, was bist du schon wert? Was kostet die Welt? Auf jeden Fall nicht dein Leben, also lass mir dich hier mal verrotten. Dankeschön, Rathalos. Sehr, sehr nett. Und weil du so nett zu mir bist, bin ich jetzt auch nett zu dir. Komm, nimm mich als Zielscheibe, ich weiß, du willst es. Na komm, Mufango, du nicht. Ausnahmsweise darfst du mal nicht in mich reinstoßen. Nachher wieder. Jetzt hat mich der Mufango abgelenkt, doch verdammt. Sehr schön, Toni. Da liegt das Schnitzel auf dem Präsentierteller. So muss das sein. Ich hab doch hier, genau, ich hab normal hier. Machen wir das so, das ist er weg. Perfekt. Hat ja nur 5 Schüsse gedauert. Aber da wir in der Zeit eh nichts machen konnten. Alles gut. Shit. Mein Plan ist soeben fehlgeschlagen. Wie konnte das nur passieren? Wir brauchen einen neuen Plan für die Weltherrschaft. Pinky, auf geht's, denke nach. So, wenn es Toni jetzt noch schaffen würde, durch viele gezielte Schläge auf den Kopf die Rathalos zum Umfallen zu bringen, wäre ich sowas von impressed. Ich war doch unter ihm. Toni, schnell, komm, komm, Toni, 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 hilf mir, just do it. Perfekt, dankeschön. So, fangen wir mit dem Gegengift an. Jetzt muss ich erstmal wieder voll heilen, weil ich sonst so weiter wütend bin, one-hit bin. Mann! Ja, das unglaubliche Problem der Fernkämpfer. Man darf nicht einmal anfangen aufzuhören nachzudenken. Und ja, das war ein komischer Satz, aber grammatikalisch vollkommen korrekt. Ach, Mann. Er ist mal wieder wütend. Ich kann nicht versuchen zu rollen, weil ich schon wieder die neue Pfeile aufgelegt hatte. Okay, Feuerbälle sind in Ordnung. Da kannst du aus der Entfernung so viele schießen, wie du willst. Da habe ich absolut nichts dagegen. Mann, ich glaube, ich könnte sogar jetzt fangen. Das heißt, ich muss nur so lange überleben, bis meine Fallgrube weg ist. Meine Schockpfeile in dem anderen Gebiet. Und dann kann ich mal machen, was ich so gerne machen will. Ja, ihnen meine Privatsammlung aufnehmen. Wenn ich sie jetzt da oben töte, bin ich auch im Vollloop. Okay, passt. Hier allgemein töten wäre schon schön, aber zwei Rathalos hintereinander, die ich nicht aushalten kann, wäre schon hart an der Grenze des Erträglichen. So, solange denn irgendwo es nichts Feuerwelle schießt, habe ich auch kein Problem mit ihm. Also alles chillig, wir haben hier ein gutes Mitbewohnerverhältnis. Ist die Mitbewohnervereinbarung auch erfüllt? Alles gut. Ich sollte bloß anfangen, öfter gezielt auszuweichen. Das könnte mir einige Tode doch schon ziemlich ersparen.
gerade diesen typischen Hashtag-Angriff, dem kann man doch recht gut ausweichen. Also einerseits, dem einfach hier steht, aber mit Ausweichen plus 2 und Ausweichdistanz erhöht, sollte man da eigentlich als geübter Monsterjäger, ich hasse es, da war die Ausdauer weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht nochmal sterben, ich kann die Falle widerlegen. Sehr gut. Soweit sehr gut. Jetzt lass ihn bloß nur mich nicht töten. Dann so ruhig bleiben. Das Schöne ist auch, man spart unheimlich viele Megatränke, weil man entweder tot ist oder aber nicht getroffen wird. Ich sehe es schon kommen, wenn ich jetzt hier die Schockfalle lege, dann haut der direkt wieder ab. Aber gut, no risk, no fun. Komm schon, gib mir Fun, gib mir Fun, gib mir Fun. Ja, wir haben Spaß. Er ist noch nicht. Oh, 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 komm schon. Das ist nicht gut. Das ist sogar ziemlich asozial. Shit. Okay, ich habe immer noch eine Falle. Ich habe immer noch 3 Berührungsbomben. Alles gut. Fuck, da habe ich seine Signale falsch gedeutet. Ist ja bei mir nichts Neues, Signale falsch zu deuten, aber... Beim Rathalos, das ist dann schon wieder eine Ausnahme. Eigentlich verstehe ich immer ohne Worte genauestens, was er und wo er es von mir will. Aber, na gut, man kann auch mal Fehler machen. Da habe ich ihm seinen Wunsch diesmal nicht von den Lippen abgelesen. Das tut mir außerordentlich leid, Rathalos, dass ich es diesmal nicht geschafft habe, dich zu befriedigen. Ernsthaft? Dein Schrei geht so weit? Okay? Wieso nicht? Da kann man ja mal machen. Einmal über die halbe Map. Ich hätte gern einen Schrei über die halbe Map. Gerne doch, liebend gerne. Kein Problem. Da ist ja so ein Flurmel-Mixer. Packen, wenn der anfängt loszuschreien. Ah. Okay, jetzt fliegt er wieder seine Runden. Wir könnten versuchen, ihn zu snipern. Das wird so aber nix. Nee, okay, haut ab. Ah, Mann. Das ist doch scheiße. Ich hätte schon 2 Rathalosse getötet fast. Aber gut, einfach nicht drüber aufregen. Einfach die Requests beenden, ohne zu sterben. Nicht zu aggressiv werden, was ja nun schon dezent mal passiert ist. Ich könnte mir noch den Vorrat holen, aber nein. Gut, lassen wir den Vorrat mal Vorrat sein. Freut sich der Nächste, wenn wieder was in der Kiste drin liegt, ohne dass er warten muss. Ja wirklich, wer kommt eigentlich jedes Mal nach der Quest nochmal in das gefährdete Gebiet, um die Sachen abzuholen? Das sind dann wahre Laufburschen. Aber wer nimmt sich so einen beschissenen Job? Weil es gibt bestimmt Jäger, die mal zwischen der Quest kacken müssen und das, damit nicht die Umwelt verschmutzen wollen, das dann in die Kiste reinlegen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein beschissener Job, den man dann hat, wenn man die Kiste sauber machen muss. Trotzdem gibt es Leute, die das machen müssen. Ich hoffe wirklich für die, dass die gut bezahlt werden. Und der hobelt wirklich immer noch nicht. Ah, so, ihr wollt wissen, wer ich bin. Man nennt mich Soge King. Ich verfehle nie mein Ziel. Lululalalu. Dann muss ich mal ganz kurz mich um das Ziel hier kümmern. Nämlich der einzige hier auf der Map. Am besten der ist weg, bevor es irgendwie in irgendeiner Weise zu weiteren Schwierigkeiten kommt. Wie viel der aber auch schluckt. Hier, Headshot, voll in die Brust. Rathalos läuft erstmal weiter. Wir haben so viel verloren, dass sich ein Trank sogar lohnt. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal. Headshot. Sag ich doch. Der kommt sogar noch gleich zu mir geflogen. Das war eigentlich so ein typischer Gewehrlanzen-Move. Sich von den Gegner wegdrehen, um danach von ihm... Vom Gegner wegdrehen und dann zu ihm hinzuspringen. Typischer Gewehrlanzen-Move, um schneller ranzukommen oder aber um auszuweichen. Schön, dass der Rathalos auch die Menschen beobachtet und dann der ihren Kampfstil übernimmt. Auch sehr, sehr schön. Kann man mal machen, muss man nicht. Kann man aber durchaus durchziehen. So, es wäre nett, wenn du so langsam mal wenigstens anfangen würdest zu humpeln. Ich weiß, beim Kiezu dauert es immer so an die 40 Minuten. Damit habe ich allerdings mit Rathalos nicht gerechnet, weil es ist ein Rathalos. Der geht eigentlich immer noch halbwegs. Wenn man jetzt mal den Schaden wegnimmt.
den der leider viel zu häufig hier verteilt und ausgibt. Ich renn mal schnell weg, ne? Ich weiß, was jetzt kommen könnte. Das war dumm. Vor allen Dingen dann hier stehen zu bleiben. Ich hätte einfach zum Vorrat gehen sollen. Da sind doch so schöne Blitzbomben drin. Aber na gut, müssen wir es eben ohne machen. Nicht verzagen, nicht weiter klagen, sondern der Sinu wird jetzt zum Sieg getragen. Toni, Toni, schnell, Toni, Toni, jetzt nicht mehr. Okay. Mensch, Toni, just do it. Lass mich doch nicht so hängen. So, gegen Schuss, aber wieder getroffen. Oh, shit. Da kam plötzlich ein Feuerball auf mich zugeflogen. Ah, Reaktionszeit eines halbrohen Steins. Oder halbgaren Steins, je nachdem, wie man es nennen will. Fast durchgekochten Steins. Ich schieße aus der Entfernung einfach eiskalt die ganze Zeit drüber. Kann es sein, dass die Schüsse gar nicht so weit fliegen? Wäre auch irgendwo unfair. Aber leider auch durchaus verständlich. Damit man als Jäger nämlich nicht einfach irgendwo auf der Map stehen kann, wenn das Monster abschießt. Lass doch mal die Feuerbälle. Ja, das war knapp. Aber lass sie doch mal. Ich kann doch nichts dafür, dass du so aggro bist. Gut, ich bin der Grund, dass du wütend bist. Aber ansonsten kann ich doch nichts dafür. Shit. Aufpassen. Ja, nicht anfangen mit dem zu spielen. Das ist immer das Schlimmste, was man machen kann. Oder auch immer das, was instant zum Tod führt, wie ich schon zweimal unweigerlich bewiesen habe. Ich hasse es, dass mein Bogen wirklich jedes Mal dazu kommt, dass ich erst zweimal sterben muss, bevor ich dann eine halbe Stunde lang überlebe. Am besten noch ohne Schaden abzubekommen. So, hier für dich. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Ich wusste, dass das Ding kommt. Ich habe ihn schon schreien hören, bevor er geschrien hat. Hallo am Boden der Tatsachen. Am besten noch Hallo und Tschüss. Weil mit dir kuscheln will ich immer noch nicht. Das mag dich jetzt vielleicht überraschen. Wir könnten jetzt das Fangen nochmal probieren. Aber ich will es nicht riskieren. Deswegen warte ich, bis er wirklich humpelt. Ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, ich will nicht mit dem Kuscheln. Das ist mir einfach zu warm hier. Sowohl zu warm in Real Life als auch im Vulkan. Gut, hier habe ich noch ein Kaltgetränk geschluckt. Aber es ändert ja nichts daran, dass wir beide schon ein bisschen geschwitzt haben. Ab und zu auch ein bisschen Blut investiert haben in diesen Kampf. Da muss man ja nicht unbedingt sein Kuscheln. Das ist immer so klebrig, als wenn man so Baumharz anfassen würde. Muss ich leider gestehen, dass ich kenne, wie es sich anfühlt, mit viel Blut zu kleben an anderen Personen. Das ist so Teil des Hobbys. Wenn man einfach nichts zu tun hat, man kann gerade nicht aufnehmen, weil man schon voraus produziert hat, muss man sich halt andere Hobbys suchen. Und da Menschen umbringen, Menschenhände essen, ist befriedigt in jeglicher Hinsicht. Aber Karl, das tötet Menschen. Oh, wusste ich nicht. Verdammt, sorry. Und Karl, wieso hat der Typ keine Hände mehr? Naja, ich hatte Hunger. Unglaublichen Hunger und Verlangen. Nur Hände konnten dieses Verlangen stillen. Ach Mensch, Karl. Ich gucke zu viele Internetvideos. Es ist schlimm, dass ich sowas kann. Gut, ich kann es nicht perfekt, aber ich kenne den Inhalt. Es ist schlimm genug. Lamas mit Hüten. Also, ne, wer mal richtig schön schwarzen humorhaft lachen will, schaut euch auch noch Lamas mit Hüten an. Am besten gleich nach dem, es ist Zeit zu mit Windows remixen. Könnt ihr euch auch nochmal Lamas mit Hüten anschauen. Das ist auch mal ein Blick wert. Dann am besten noch, ich bin eine Blume. Und du, ich bin eine Biene. Scheiße, und Toni ist nicht da, Toni ist nicht da, Toni ist nicht da. Toni, hilf mir, Toni. Oh mein Gott, mein Retter in der Not. Der unglaubliche Retter in der letzten Sekunde. Er kam auf seinen goldenen Schimmel. Mit rosafarbenen Flieder und hatte mich gerettet. Jetzt habe ich bloß nicht im Nachhinein sterben, wie der nur kurz da war, um mir das Leben zu retten, dann wieder abgehauen ist. Super, Toni.
das reicht aus, mehr brauchst du gar nicht. Für mehr brauche ich dich nicht, außer um Rettungen in letzter Sekunde. Von mir aus auch ein paar Sekunden eher, aber grundsätzlich Rettung in letzter Sekunde reicht vollkommen aus. So, was hast du jetzt vor? Ach, du kommst hier auch noch wieder hergeflogen. Du siehst aus wie eine fette Pute, wenn du so aus der Richtung hierher fliegst. Deswegen gibt's heute auch Hähnchenschnitzel von fetten, fetten, dicken Puten, und zwar von deinem Fleisch. Wahrscheinlich schmeckst du auch genauso. Du bist genauso ohne Fett, weil was fliegt, ist immer leicht zu genießen und zu verdauen, weil fettlos glücklich, obwohl man das nicht wirklich glücklich nennen kann. Und er humpelt immer noch nicht. Fly away on the wings of love. Na gut, dann flieg halt mal. Jetzt können wir auf jeden Fall schön in unseren Vorräten mal ein bisschen schauen, was es da so gibt. Denn ich bin jetzt schon so oft fast gestorben. Es wäre schön, wenn wir dieses Fass da lassen könnten. Und vielleicht auch mal anfangen, ihm zuzusetzen und nicht immer bloß zugesetzt zu bekommen. Oh, hallo Eobrace. Wie schön, euch zu sehen. Unglaublich schön und beschwichtigend. So. Was habt ihr denn? Oh, Giftwurfmesser, sehr geil. Giftbeschichtung, die ich nicht schießen kann, nicht ganz so geil. Aber Farbbilder können wir auf jeden Fall nicht mehr verlieren, weil das ja bei dem Typen so schwierig ist. Dann natürlich noch ein paar Kaltgetränke, Rationen, nicht zu verachten. Gerade wenn wir so sehen, dass unsere Ausdauer nur zu einem Stückchen geleert wurde. Und natürlich Erste-Hilfe-Arznei. Die Frage ist, werden wir diese Erste-Hilfe-Arznei jemals benutzen können? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wie gesagt, wir sind entweder tot oder werden nicht getroffen. In der Regel sind das so die zwei Statusse, die wir haben. Die zwei Zustände, die unser endlicher Automat so annehmen kann. Und deswegen erstmal gut, dass wir sie haben, aber vielleicht nicht unbedingt notwendig. So, hallo, da geht er schon. Dann fühlen wir mal mit ihm. Ich finde es ein bisschen schade, dass in der Kiste gerade keine Blitzbomben waren. Der will auch nicht vergiftet werden. Gut, wer will das schon? Aber der will's wirklich nicht. Der haut sogar noch mal ein Stückchen ab, damit er ja nicht von Giftwurfmessern getroffen wird. Fuck you. Haben wir noch so richtig schön gegen die Wand prallen lassen. Das gibt Schürfwunden, aber da bin ich mir sowas von sicher. Der müsste jetzt eigentlich hier so hinfliegen. Ja, schön. Am besten, ich stehe nicht frontal vor ihm. Das hat auch immer so ein paar Nachteile. Und dann werfen wir weiter unsere Messer des toten Ratterloses. Auf geht's, sei vergiftet. Ich habe nicht gerade eben ernsthaft dieses Gipfelmesser daneben geworfen, oder? Das ist ein riesengroßes Monster. Wie kann ich daneben werfen? Ich war eigentlich sicher, dass der Winkel gestimmt hat. Wollte schon sagen, dann sei eben nicht vergiftet. Aber schön, dass das doch ist. Hilft wenigstens ein Stückchen dem Ego weiter, wenn man sieht, ah, er kriegt schon mal dauerhaft ein bisschen auf die Fresse. Vom Gift. Nicht von mir. Ich mache wahrscheinlich weniger Schaden als das Gift. Aber grundsätzlich kriegt er erstmal auf die Fresse. Und ja, ich gehe jetzt jedes Mal so nah ran. Ich habe jetzt zweimal nicht geschafft, diesen Hashtag auszuweichen. Wer weiß, ob ich es beim nächsten Mal schaffe. Ich vermute nämlich nicht. Deswegen will ich den gleich mal von vornherein vorbeugen und gehe schon mal ein Stückchen ran. Ja, da muss man auch mal einen ersten Schritt machen in so einem Fall. Und einfach mal hoffen, dass dann der Angriff vielleicht kommt und man dann halt unter ihm steht und la 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 sagen kann. Triffst mich gar nicht, triffst mich gar nicht. Oh Scheiße, oh shit. Toni? Da hatte selbst Toni keine Chance, mir zu helfen. Ja, grundsätzlich ist mir auch einfach nicht mehr zu helfen. Ich versuche zwar immer wieder zu übertünchen, aber grundsätzlich ist das der Zustand, in dem ich mich befinde. Jetzt muss ich noch die nächste Erste-Hilfe-Arznei mit reinballern, weil ihr habt ja gesehen. Ansonsten bin ich halt weg, wenn mich so ein Angriff nochmal trifft. Ich kann auch gleichzeitig eigentlich noch mal eine Ration nehmen, aber naja, dann halt eben nicht.
Ja, Feuerbälle sind in Ordnung, die sind langsam, die kann ich vielleicht sogar noch ausweichen. Ist bloß doof, wenn so ein riesengroßer, massiger Körper plötzlich auf mich zurennt oder zufliegt oder irgendwas anderes macht zu mir in die Richtung. Das ist dann immer doof, aber ansonsten, wenn er stehen bleibt, ist er eigentlich recht süß. Süß und knuffig. Wie schön. Und er zuckt am ganzen Körper, wenn der Stromschlag stark genug ist. Das ist mein neues Experiment. Kann man Monster zum Zappeln bringen, wenn man sie mit genügend Energie volllädt? Ah, man kann sie auf jeden Fall zum Umfallen bringen. Da war das Bein zu schwach. Das tut mir aber leid. Ach, ach, oh ja. Der haut nicht ab. Das heißt, die Möglichkeit für ihn zu humpeln besteht noch. Ja, ich muss es leider immer wieder erwähnen. So langsam geht mir der Typ hier einfach auf den Senkel. Auch mit Bogen. Vor allem, weil ich es zweimal geschafft habe zu sterben. Es geht mir eigentlich am meisten auf den Senkel. Dieser ewige nervenaufreibende Kampf am Ende. Am Anfang, oh ja, spiele, Spaß, Spaß, lass mal zweimal sterben, kein Problem. Und dann am Ende, oh fuck, bin tot, oh fuck, darf ich sterben, oh fuck, pass auf, Toni, oh mein Gott, rette mich. Aber vorher mal aufpassen, nein, die Option besteht nicht. Oh, er ist tot. Headshot, mitten ins Herz, denn ich verfehle nie mein Ziel. Lu, lu, la, la, lu, du, 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 du. Ich treffe ins Schwarze, schieße niemals vorbei. Ich hab mein Ziel im Visier, mitten ins Herz. Du, 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 du. So. Ja, fangen wäre schlauer gewesen. Ich habe ja mehrmals angekündigt, es wäre eine Option gewesen, ihn dann zu fangen. Ich hab's allerdings nicht mich getraut, weil wir halt eben keine Materialien mehr hatten, um im Falle eines nicht möglichen Fangens ihn noch einmal in die Falle zu locken, weil wir einfach keine Falle mehr hatten. Toni, wo zur Hölle hast du gerade abgebaut? Ich habe gesehen, du hast ein Miau 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 zum Abbauen gemacht. Gibt's hier vielleicht Käfer? Ja, du hast entdeckt die bloß hier. Okay. Dann sammel du mal. Ich sehe leider gerade nicht, was da sein soll. Aber mach mal. Von mir aus, solange du siehst, was du machen willst, habe ich da absolut nichts dagegen. Hauptsache, einer weiß es. Und wir haben die Quest, der fühlt. Nach 45 Minuten und natürlich, wie zu erwarten, nichts Himmlisches. Ah, schade. Aber wenigstens haben wir ihn mit einem gekonnten Schuss aus dem Himmel geholt. Scheiß auf den König der Lüfte. Jeder, der sich König nennt, spielt automatisch beim Game of Thrones mit und jeder, der bei Game of Thrones mitspielt, stirbt. Also auch der König der Lüfte. So einfach geht diese Rechnung halt mal schnell und easy auf. So, jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ganz schnell, locker flockig, den mit Langschwert probieren. Natürlich wieder zuerst auf den Tail gehen und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt einfach Tailruns machen, aber wie ihr mich kennt, mache ich das nicht. Einfach mal grundsätzlich Geldverschwendung, zwar Zeit plus, aber Geld minus. Und dann hoffen wir weiter und wie bereits erwähnt, selbst wenn wir es nicht bekommen, Dake wird es einfach just do it! Und mach es halt eben einfach so. Ist ja bloß ein Schenker Ohren. Kann ja nicht so schwer sein. Dann nehmen wir ein paar Fallgruben mit. 4 Schockfallen für jedes Bein. 1. Und dann muss selbst der sich irgendwann geschlagen geben. Und an dich hau ich mein Geld nicht mehr raus. Du bringst nur Scheiße, die kein Schwein braucht. Geschweige denn irgendeine Katze. Und dann bist du die ganze Zeit am Verrecken. Wahrscheinlich kriegst du hier eben immer lang wegen dem Kater vom letzten Abend. Und ja, du bist schwul. Aber jetzt bist du schwul, weil du kriegst nämlich den Kater von gestern Abend. Das ist der eindeutige Beweis, dass auch Trenja schwul ist, immer wenn er so angekrochen kommt. Und wieso ist jeder Adler schwul? Ja,
Der Adler fliegt immer zu seinem Horst. Das ist auch Beweis genug, also warum sollte das andere bei Trenn ja nicht auch Beweis genug sein? So, wir nehmen uns jetzt noch hier wie üblich die fette Tomate für den guten Geschmack und das vegane Erotik-Oma. Aha. Ach ja, und wenn ihr jetzt mal die Chance habt, mit einer älteren Lady oder aber Oma eure Spaß-Happy-Time zu vertreiben, sagt nicht nein. Denn es könnte ihr letztes Mal sein und umso mehr wird sie sich anstrengen. Es gab es doch auch, genau die Szene gab es doch beim Ja-Sager. Dieser Film, sag nicht nein, sondern just do it und sag immer ja. Ansonsten kriegst du schlechtes Karma. Gab's im Film, kann ich euch sagen. Und wir haben kaum noch Honig. Und da gab's halt eben auch eine ältere Oma, die dann dazu gebracht wurde, mit dem Hauptprotagonisten Spaß zu haben. Weil der durfte ja nicht nein sagen. Wegen schlechtes Karma und so. Ist eine dezent witzige Stelle, das kann man durchaus sagen. So, dann nehmen wir das hier noch mit, natürlich zum Nachkombinieren, damit der Tail auch auf jeden Fall abgeht, ohne dass ich mir hier 23 Mal den Hals brechen muss. Wir können ja eh bloß das Ganze dreimal machen. Kaltgetränke habe ich noch, Farbbälle, Blitzbomben, ja, wichtig, wichtig. Die hätten mir den Kampf gerade eben ebenfalls noch erleichtern können, hätte ich sie nicht vergessen. Aber hätte, wenn ihr könnte, hätte der Hund nicht geschissen, wäre die Katze noch am Leben. Oder so ähnlich. Also passt das schon. Wir haben Gegengift, wir haben Farbbälle, wir haben Berührungsbomben, wir haben Honig und ja. Das sollte... Natürlich, wir brauchen noch die Waffe. Irgendwas muss ja fehlen. Ja, wir haben das Set sogar schon abgespeichert. Und dann können wir hier unser heulendes Hackbein, oder müssen wir hier unser heulendes Hackbein nehmen. Ansonsten geht halt eben einfach der Tail nicht ab. Da könnten wir auch mit Bogen spielen, wenn nicht die Zeit so viel länger wäre. Gegessen hatten wir ja schon. Na dann, auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt. 3 Tage wach. 3 Rattlosen machen wir jetzt platt, mit anderen Worten, in a row. Also hätten wir haben beinahe einen Hattrick sozusagen, wenn wir hier mit dem jetzt durch sind. Können wir uns glücklich schätzen, den in Rauch gehüllten König getötet zu haben. Und jetzt beginnt erstmal wieder das große Laufen. Gut, wir haben kaum noch gebratene Steaks, so lange wird der Kampf aber definitiv nicht dauern. Außer ich stelle mich wieder letzte Vollhung an, was ja letzten Endes auch nichts Neues wäre. Es ist immerhin keine epische Jagdquest. Das hat eigentlich schon automatisch zur Folge, dass ich scheiße spiele. Weil, ne, wenn die Quest nicht episch ist, warum sollte ich dann episch sein? Das ist eine logische Schlussfolgerung, dass das keinen Sinn machen würde. Trotzdem müssen wir erstmal hochlaufen. Daran ändert sich leider auch im Nachhinein nichts. Verfolgt von wütenden Bulfangos, die selbst wenn sie rennen, langsamer sind als ich. Ja, Kaltgetränke noch schnell einwerfen. Die waren vorhin aber ein paar Mal nicht da. Ne, wir sind immer durch die 4 gelaufen, deswegen habe ich die bloß nicht gesehen. Aha. Und ich frage mich, ob der Rathaus überhaupt im Nachhinein wieder das Gebiet hier über der 5 gehen kann. Weil er beginnt zwar immer da, aber der kommt da irgendwie nie wieder hin. Also, mir ist nicht einmal aufgefallen, wo ich ihn gekämpft habe. Fuck you! Und er will hier. Bleib hier! Leg dich nicht mit mir an, mein Freundchen. Gut, ich leg mich mit dir an. Aber wage es ja nicht, auf die Idee zu kommen, mich trollen zu wollen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Würde ich dir jetzt mal versuchen, dir einzureden. Vielleicht funktioniert es ja. Da haben wir schon wieder nach den ersten 2 Schlägen das Verlangen, einen Megatrank zu trinken. Sehr schade, aber was soll man halt sonst machen? Stand Toni gerade leider ein bisschen im Weg. Ich könnte auch natürlich gleich von Anfang an versuchen, so ein bisschen auf die Beine.
Mir ist gerade wieder wohlwollend eingefallen, wir haben beste Lorschnäpsel. Christi! Woo! Treffer, Freude, Freude, Eierkuchen! Können wir gleich noch ein bisschen auf den Kopf gehen, weil so schnell wird es ja nicht sein, dass wir hier nach dem ersten Kopfkombo den am Boden haben. Außerdem, Kopf muss ebenfalls kaputt, gibt Chancen auf himmlische. Chancen, Chancen! Chancen haben wir viele, die Chancenverwertung fehlt so ein bisschen. Beziehungsweise die Chance, die Chancen zu verwerten, ist halt eben einfach chancenlos im Boden. Aber das wird jetzt zu philosophisch und wir kriegen zu viele falsche Ansätze. Lass mich hier mal kurz durch. Dankeschön, mein dicker Kumpel. Mein schöner, schöner Feller. Da hat er mal ausnahmsweise kein Feuerball geschossen. Musste er so gleich in der Luft nachholen. Verständlich, der hat immer noch keinen Shiny Drop verloren. Junge, du bist zum dritten Mal mit dem glatten Bauch auf den Boden aufgeplatscht. Wo ist mein Shiny Drop? Wo ist mein Leben? Ja, such dir mal Real Life, Sinu. Geht klar. Aber, the fuck? Okay. And it's gone. Wieso nicht? So schnell kann es gehen. Wir haben noch kaum gegen den gekämpft. Wir haben die eigentlich nur geflasht. Das heißt, selbst wenn wir eine Falle legen, sollte der eigentlich jetzt hier so ziemlich direkt reinrennen oder aber wieder hochfliegen. Alles bloß kein Hashtag. Ah, das Paar. Ha, 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 hast. Junge, was war das denn gerade? Das war nicht nett. Gut, dass du es erkannt hast. Und dich gleich mal demütigst auf den Boden gelegt hast. Verdammt. Nicht mal ein Schluchzer, einfach bloß eine Träne. Junge! Aua! Alter Toni, hätte mich die Bombe jetzt getötet, du hättest aber einen Anschiss bekommen. Den Anschiss vor dem Herrn, der sonst niemanden so wirklich interessieren würde. Da würden selbst die Nachbarn noch denken, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Die würden auch mit gleich anfangen, ihr Zimmer aufzuräumen. Wenn man es denn so nennen will. Kopf ist schon mal kaputt, schön, dass das nicht unser Hauptansatzpunkt war. Dreh dich doch mal langsamer. Oder dreh dich am besten gar nicht, ja, das ist auch eine gute Idee. Nochmal ganz kurz zwei Schläge, eh gleich den Feuerball machen. Ja. Perfetto-mäßig abgepasst. Willst du jetzt mal bitte hierher gerannt kommen? Schaffe ich das? Schaffe ich nicht. Sag ich doch. Shit. Nochmal. Ja, jetzt hat's geklappt. Oh, Entschuldigung. Hat wahrscheinlich eher mehr geklappt wegen dem Aufstehen, anstatt wegen dem Rollen. Aber Hauptsache es funktioniert, alles andere ist unnütz und unwichtig. So, wehe, der wächst jetzt Gebiet wegen dir, Toni. Und ja, du bist dein alleiniger Schuldtragender. Wow, es kommt ja beinahe bis hierher. Hallo, hier bin ich, komm und hol mich. Ja, so habe ich das jetzt eigentlich nicht gemeint, aber okay. Ich will ja nichts sagen, aber diese drei Wörter, typisch Rathalos, die liegen mir gerade einfach so auf der Zunge, da komme ich nicht drum rum, die auszusprechen. Ja, typisch Rathalos. Und ich treffe seinen Tail nicht, der mich aber schon. Ja, natürlich. Sicher, Digga, mach mal. Mach, wenn du denkst, dass du es brauchst und ich bin dann bereit für den Fall, wenn du fertig bist. Und wir haben keine Maxi-Tränke mit, das heißt, ich sollte gefälligst nicht sterben. Ich sollte mit meinen restlichen Tränken so gut umgehen wie irgend möglich. Das war gerade überhaupt nicht knapp. Au! Das erzähl ich meiner Mama. Mann, oder tat weh. Ja, so, jetzt rennen wir mal schnell hinterher. Ich habe Eiscreme für dich. Frisches Eis. Komm her, meine Trauma. Oder frisches Beef. Alles nur für dich. Och, Mann, dann eben nicht. Ey, hör doch wenigstens auf meine Flashbong. Das ewige Problem beim Rathalos.
Du kannst sie fallen legen, wie du willst. Mit etwas Pech haut der Rathalos einfach immer ab. Eiskalt, da hast du keine andere Chance, aus den Abholen abhauen zu lassen. Ach, Menschenskinder. Aber na gut, da kann man halt nichts gegen machen. Ist halt ein Rathalos, der muss auch seinen natürlichen Begebenheiten folgen, sein natürlicher Instinkt und Drang, Fallen auszuweichen, ist einfach zu überwältigend. Gut, an den komme ich wahrscheinlich eh nicht mehr ran, oder? Mit meinem langen, dicken Schwert? Ah, doch, das passt. So, so, weg. Jetzt müsste der hier gleich kommen. Macht's einen Abgang? Ja, macht einen Abgang! Woo! Bitch, please take that in wrong direction. We feel him to death like a rolling stone. So, den muss man ganz kurz weg. Jetzt geht der T ab. Shit! Nicht getroffen. Oh, hallo, Bufango. Schön, dass du an unserer Party mit teilnehmen willst. Leider sind bloß geladene Gäste gestattet. Ich wusste, das Ding geht ab. Scheiße, ich hätte treffen müssen. Es wäre episch gewesen. Wieder typisch zu episch für mich, aber es wäre geil gewesen. So, hier, du kriegst die hier noch ins Gesicht. Wenn wir hier mal ganz schnell unsere Himmelsche bekommen können. Shit! Ledriger Rathalos-Schweif. Junge, kannst du nicht deine Sexspielzeuge ausziehen, bevor du in den Kampf kommst? Die wahrscheinlich haben ihn einfach bloß überrascht, bevor er fertig war, sein Leder auszuziehen, aber trotzdem, es ist eklig, wenn wir als Jäger jetzt sein angeweißtes Leder anfassen müssen. Ah, aber wenn du unbedingt meinst, dass du das zum Kampf mitnehmen musst, dann bring's halt her. Kann man auch nichts machen, wenn der Gegner halt unbedingt darauf besteht, dann muss man seiner Devise auch folgen. Alter, wie geil! Toni hat sich gerade zum allerersten Mal selber mit seiner Bombe getroffen. Ein Bild für die Götter. Ich hab den nicht erwischt. Okay, von mir aus. Dann wetzen wir eben nochmal schön hier. Ui, haben wieder eine richtig schöne scharfe Klinge. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch den Trank, der eigentlich eine Millisekunde früher hätte gezündet werden müssen. Haben wir eigentlich Honig mit? Ich glaube, ein bisschen was hatte ich dabei. Tränke, ja, ich weiß, Ecke und so. Und dachte, das kommt auf mich zugeflogen, aber das passt scharf. Und auch hier, das geht schief. Nein, passt alles. Der fliegt einfach bloß über mich. Oh mein Gott, ein Windstoß. Wie böse. Abgrundtiefe Bösheit. Kommt aus dem Innersten der unteren Welt. Dieser Luftstoß. So, willst du jetzt mal kurz angerannt kommen? Willst du nicht? Aber hier liegt auch keine Falle, verspreche ich dir. Kannst du gucken kommen. Hier gibt's nix. Brauchst du bloß mal drüber laufen, dann weißt du, ah, da ist also wirklich keine Falle. Vertrau mir, wir sind doch gute Freunde, beste Kumpels. Toni, könntest du mal bitte aufhören, ihn abzulenken? Ich rede hier gerade mit meinem Kumpel. Ja, genau. Perfekt, genau da wollte ich dich haben. Am besten noch so, dass ich auch treffe und nicht 95 Mal daneben schlage, aber das ist auch erstmal Nebensache. So können wir jetzt erstmal das hier bekommen. Fällt gerade was ein. Schade, funktioniert nicht so gut wie gedacht. Also wenn man es mit dem Hammer hinbekommt, dann liegt der nämlich komplett still da drin. Was dann auch schon wieder ziemlich geil ist, aber mit Flashbomb halt eben nicht. Dafür haben wir ihn jetzt schon mal verwirrt. Ja, er ist voll verwirrt, er ist wütend und verwirrt, warum seine Radian-Schatzziel eigentlich ihn verlassen hat. Verständlich, aber leider will ich ihm diese Frage nicht beantworten, denn die Antwort könnte ihn noch mehr kränken, als die Wahrheit es sonst auch tun würde. Du bist wütend, wa? Ja, ich mag keine wütenden Ratterlöschen. Auf meinen Klößchen. Und auf meinen Klötchen schon gar nicht. Deswegen flashen wir dich einfach eiskalt zu Tode, denn die Streamzeit ist bereits um eine Minute abgelaufen. Aha. Deswegen müssen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen beeilen.
Da tut mir ja fast schon leid, dass ich dir kein ebenbürtiger Gegner sein kann in diesem Sinne, sondern dich einfach auf ein Minimum an Bewegungsradius minimiere und dann einfach draufhalte. So erbarmungs- und gnadenlos. Gnadenlos durch den Kampf. Okay, er humpelt noch nicht. Wird er aber, denke ich, bald. So wie ich ihn denn jetzt so in Zukunft in Vergangenheit kennengelernt habe, wird dies nicht mehr allzu lange dauern. Und daher hole ich auf jeden Fall schon mal meine Schockfalle raus, die ich noch nachkombinieren kann. Schlag dann noch mal ein paar Mal drauf und versuche dann so ziemlich punktgenau bei 15 Minuten, ich denke, das ist eine gute Zeit, den zu fangen. Wie gesagt, die Häufigkeit, wann er denn fangbar ist, war bei 15 Minuten immer am höchsten. Das heißt, die gaußsche Glockenkurve hat ihr Maximum bei 15 Minuten. Also gerade fürs Sterben. Und daher gehen wir da jetzt mal wieder statistisch perfekt an die Sache ran und geben einfach mal unser Bestes. So könnte man es auch einfach sagen, aber das wäre zu einfach. Wir machen es einfach anders. Do it! Ignorier mich nicht! Du sollst es tun! Mit mir! Und nicht mich ignorieren! Das ist ein Unterschied! Katalöschen mit dem dicken Popöchen. Na gut, dann willst du doch mal hergeflogen kommen? Ja, das will er. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Ja. Verstehe ich ihn doch schon so ein bisschen. Ohne mit ihm reden zu müssen, weil reden ist bei Wyvern immer ein bisschen schwierig. Wir haben da so eine ganz Eigenart von Sprache. Also mit Wahlen krieg ich hin. So ein bisschen. Aber alles andere ist dann schon wieder trachig, da muss man immer so viel rumplägen und schreien und Feuer spucken währenddessen. Das ist nicht so meine Hauptsprache, da kann ich andere besser. So, Russisch, da kann ich zum Beispiel mehr, da kann ich das Drobje. Und das Drobje lief dir immer zu vielen Freunden. Ich hasse Ecken. Ecken sind immer so böse. Und wie ist meine Schätzung? Beinahe perfekt. So, wir müssen erstmal den Megatrank hier schlucken, damit so ein kleiner Abnot-Toffee-Fusikus uns nicht platt macht. Ach, guck mal. Ich habe hier eine Schockfalle für dich. Leg schneller, leg schneller, leg schneller, leg schneller. Perfekt. Er hat keine Chance mehr zu entkommen. Und wir schläfern seinen Anus ein und haben es geschafft. Das Ziel ist erreicht. Nur 5 Minuten über der Zeit. Na, das geht doch nicht. Das kann man doch wirklich mal machen. Vor allen Dingen ist der Kopf des Rathaus nicht mal mehr in der Killcam drin, weil der einfach zu cool für ist. Too school for cool. Und ja. Was passiert eigentlich, wenn Freezer und Cooler fusionieren? Die werden zum Kühlschrank. Wortwitz incoming. So schlecht, dass er selbst für mich nicht gut ist. Egal. Ich wollte noch ein paar Monster noch ein M sammeln, weil die ja so unglaublich wichtig sind hier auf G-Rank. Und Monsterknochen essen dann noch geiler. So groß und stark und hart, dass man sie in jeder Rüstung an den richtigen Stellen gut platzieren kann. So, und ein herzliches Willkommen an Monster Hunter 4 iOS. Gerade eben im Stream dazugekommen. Leider siehst du gerade bloß das Ende dieses Streams. Wir hoffen immer noch, jetzt eine Himmlische zu bekommen, was relativ unwahrscheinlich ist, aber... Oh mein fucking Gott! Du Monster Hunter 4 iOS, bist mein Glücksbringer! Wehe dir, du bist in den nächsten Streams nicht mit dabei! Dann kriege ich nämlich nie wieder seltene Sachen. Bitch, please, Himmlische Rattlerschuppe! Fuck yeah! Und noch ein Rattlersrubin mit dazu! Danke, danke! Vielen lieben Dank für die ganzen Überschüttungen! Yes, Mann, so läuft das!
eiskalt haben wir die Rathaus abgezogen. Fuck yeah. Hat sich der Stream doch gelohnt. Wir haben das bekommen, was wir bekommen wollten. Fertig, aus. Nice. Da speichert man doch gerne mal schnell ab. Können wir uns jetzt sogar noch die Waffen verbessern. Und können dann glücklich im nächsten Let's Play Part gegen den Schenker Ohren vorgehen. Geil, haben wir echt alles zusammen. Perfekt. Jo, was gibt's? Ich werde gern die Bestrafungsklingen. Bam. Ausrüsten, oh ja. Jetzt wird jeder, der mir krumm kommt, erst einmal zu Tode bestraft. Oh ja. So. Und jetzt, alle Mann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, allgemein einen schönen Tag. Adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.